Berlin rüstet sich für den Winter. Soweit wie möglich hilft sich die Bevölkerung selbst, aber auf vielen Gebieten ist sie auf die Mithilfe der Besatzungsmächte und Zufuhren aus dem Ausland angewiesen. Care-Pakete aus Amerika. Bis Ende Oktober wurden 17.000 dieser Pakete in Berlin ausgegeben. Bis Weihnachten sollen noch wöchentlich 10.000 Pakete eintreffen. Ein Beitrag zur Linderung der Not. Englische Armeebaracken, sogenannte Nissenhütten, werden für wohnungslose Berliner aufgestellt. Andere Hilfsmaßnahmen sind teils in Vorbereitung, teils in Durchführung. Und jede wirkt mit als ein Faktor mehr zur Linderung der Winternot in Berlin. Jeder Haushalt bekommt unabhängig von der Anzahl der Personen einen Zentner Kohle für den Winter zugeteilt. Folge: Wieder muss Brennstoff zusätzlich organisiert werden. Die Stadt trifft Maßnahmen. Meiler am Funkturm für die Herstellung von Holzkohle. Zuteilung von Straßenbäumen an einzelne Haushalte. Man fällte Bäume, ohne Ahnung zu haben, wie man das macht. Hier und da fiel einer um vor Schwäche. Das Holz war zu feucht, kaum zu heizen. Es qualmte in der ganzen Wohnung. Auch die Stubben haben entsetzlich gestunken, weil sie nass und harzig waren. Noch ahnt keiner, wie hart dieser Winter sein wird. Anfang 47 setzt eine Frostperiode ein. Wochenlang steigt die Temperatur nicht über den Gefrierpunkt, liegt durchschnittlich bei minus 6 Grad. Die Kinder haben höchstens 2 Stunden Unterricht, schichtweise in den wenigen heizbaren Schulen. Manche kommen nur zur täglichen Schulspeisung. In den Wohnungen kann in der Regel ein Raum auf 5 bis 10 Grad erwärmt werden. Die anderen haben durchschnittlich 0 Grad. Wasserleitungen frieren ein. Wir sammelten alles, was brennbar war. Sammelten auf den Straßen Kohlengruß, der irgendwo heruntergefallen war. Verbrannten Möbelstücke. Doch die Wohnung blieb kalt. Angezogen lagen wir im Bett. Mehrere Personen zusammen, um uns gegenseitig zu wärmen. Jeden Tag veröffentlichen die Zeitungen Namen von Menschen, die an Hunger und Kälte gestorben sind. Es sind Hunderte, vor allem alte Menschen, die keine Widerstandskraft mehr haben. Im Februar appelliert Ostrowski an die Welt. Wir können nicht mehr. Helft uns. Rettet die Menschen. Die Stadt stellt Notheime zur Verfügung. Ordnet an, dass Gaststätten zu Wärmehallen werden. Luise Schröder fordert zur Nachbarschaftshilfe auf. Erst im März können die Berliner aufatmen. Wir sind noch einmal davongekommen. Andere Sorgen rücken in den Vordergrund. Sektorenaufteilung. Grenzlinien werden gezogen. Ein Keil in die Einheit der Stadt geschlagen. Dem hoffnungsvollen Neubeginn folgen Ernüchterung und Enttäuschung.